Ich sehe grundsätzlich Trends in der pharmazeutischen Verpackungstechnik im Bereich der Konstruktionen, aber auch in der Oberflächenveredelung, die teilweise kosmetische Strukturen auf PC-Verpackungen überträgt, wobei ich diese Trends eher als geringe Trends sehe. Wichtig ist für mich in dem Zusammenhang eher die Thematik der Preisstrukturen, der Preisfindung in der pharmazeutischen Industrie. Hier ist ein für mich sehr ungeschickter Trend festzustellen, der sich auf den Preis pro Stück fokussiert, wo in der Möglichkeit doch über Systemlösungen, über Prozessbetrachtungen ganz andere Möglichkeiten sind, den Total-Cost-Ansatz zu verwirklichen, zu schauen, die Abpacklinien, die Strukturen, die Logistik, die Vernetzung zwischen Lieferant und Pharmazeut mit zu integrieren, sodass wir am Ende ein deutlich profitableres System gestalten können. Das sehe ich als eine Notwendigkeit, die sich aus einem sehr unguten Trend der reinen Preis pro Stück im Einkaufsbetrachtung ergibt. In der Vergangenheit war es so gewesen, dass ein Kunde in den Sondermaschinenbau gekommen hat, gesagt, ich habe ein fertiges Produkt und möchte dieses Produkt verpackt haben. Heute sind wir in der Situation, dass wir sagen, wir gemeinsam entwerfen die Verpackung, wir entwerfen die Zweitverpackung und wir werden dann eine Maschine entwerfen, die zu diesem frühen Zeitpunkt dann auch in den Markt gehen kann. Unsere Kunden brauchen immer größere Flexibilität und der Format wechselt, der automatische Formatwechsel, den wir hier vorstellen, ist nochmal in der letzten Zeit eine immer größere Nachfrage geworden, die wir mit dieser Maschine jetzt erfüllt haben. Sie sehen zum Beispiel, dass wir hier auf der Anlage zwei komplett unterschiedliche Produkte verpacken können. In einer Umstellzeit von nicht mehr als 4 Minuten rüstet sich die Maschine komplett automatisch um. Es gibt zurzeit zwei große Trends bei Firma Feige. Das ist einmal der After-Sales-Service. Wir merken also schon, dass After Sales sehr nachgefragt wird und After Sales hat auch für die Firma Feige einen großen Stellenwert hinsichtlich Umsatz. Wir machen ungefähr ein Drittel unseres Jahresumsatzes mit After Sales Leistung und mit Umbau. Zweiter großer Punkt ist, dass mehr nachgefragt wird, was wir an Komplettleistungen bringen können. Wir haben uns da zusammen mit der Firma Sommer arrangiert. Die Firma Sommer baut Mischanlagen und entsprechende Vorratsbehälteranlagen, komplette Rohrleitungssysteme, bevor dann das Material in unsere Füllanlagen gepumpt wird. Da füllen wir dann Öle, Farben, Lacke in Behälter, in Kanister oder auch in 200 Liter Fässer ab. Und da erwarten die Kunden einfach von uns eine komplette Lösung, die wir mit ihnen gemeinsam projektieren. Für uns als Etikettiermaschinenhersteller wird es vom Anforderungsprofil immer aufwendiger. Das heißt, wir bieten nicht nur die Etikettiermaschine als solches, sondern das komplette Handlingssystem und das Ganze dann komplett eingebunden in gesamte Linien, Konzepte, die wir dann entsprechend mit solchen Maschinen dann darstellen.